Hallo und willkommen bei WatchMaxes Podcast. Heute geht es um Stowa, insbesondere um den Punkt, dass Stowa verkauft wurde und um das Thema Microbrands und da auch kurz angerissen das Thema Hommagen. Es ist durch alle Medien gegangen, es hat in den Foren gestanden, es ist auch auf verschiedenen Blogs diskutiert worden. Die Stowa GmbH und Co. KG ist verkauft worden an die Tempus Arte GmbH und Co. KG. Stowa gibt es seit 1927 und wurde seit 1990 von Jörg Schauer Inhaber geführt. Und Jörg Schauer hat parallel zu Stowa auch noch eine Eigenmarke, die Schauer Uhren, ins Leben gerufen, die sich stilistisch von den Stowa Uhren klar absetzen. Jetzt ist Stowa verkauft worden an die Tempus Arte. Es ist nicht ganz klar, ob nur die Marke Stowa verkauft worden ist oder auch die Marke Schauer, die beide meines Wissens nach zur Stowa GmbH und Co. KG gehören. Auf der einen Seite steht in den Medien immer, dass die Stowa GmbH und Co. KG verkauft wurde. Auf der anderen Seite hat Jörg Schauer einmal in einem Interview gesagt, und jetzt zitiere ich auszugsweise, die Übernahme der Marke Stowa, hat also hier Schauer nicht erwähnt. Insofern bin ich da nicht ganz sicher, ob beide Marken verkauft worden sind, aber da Schauer ohnehin etwas unbekannter ist, möchte ich mich hier an dieser Stelle auf Stowa konzentrieren. Die Frage ist natürlich, wer ist Tempus Arte? Wer steckt dahinter? Was machen die? Wo kommen die her? Das lässt sich relativ klar beantworten. Tempus Arte wird geführt von Professor Dr. Ulrich L. Rode. Und genau dieser Herr Rode hat auch Leinfelder in München gegründet. Leinfelder gehört jetzt auch zur Tempus Arte, ebenso wie Lang und Heine in Dresden und die Uhrenwerke Dresden. Zusätzlich ist die Tempus Arte beteiligt an der Blaken GmbH und hier zeigt sich, wo die Tempus Arte bisher unterwegs war. Leinfelder ist eine wirkliche Luxusmarke aus München mit Weißgoldgehäusen und sehr, sehr hochwertigen Uhren. Lang und Heine ist ebenfalls in einem ähnlichen Segment angesiedelt, allerdings hier noch sehr viel individuellere Gestaltungen der Uhren. Mit der UWD, der Uhrenwerke Dresden, haben sie sogar ein Werk, das eigene Uhrwerke für ihre Uhren produzieren kann. Die Blaken GmbH baut zwar keine Uhren, ist aber ein Spezialist in der Individualisierung von Luxusuhren. So gibt es hier schwarz beschichtete Submariner, schwarz beschichtete andere Rolex-Uhren. Das ist der Bereich, in dem die Blaken unterwegs ist. Insofern stellt Stowa für Tempus Arte eine Erweiterung des Portfolios und eine Erweiterung der Firmen nach unten hin dar in einen günstigeren, ich will nicht sagen Einstiegssektor, aber in einen deutlich günstigeren Sektor und grenzt sich damit klar von der bisherigen Ausrichtung ab. Was bedeutet das aber für Stowa? Zum einen bedeutet es, dass Stowa innerhalb der Tempus Arte keine unmittelbare Konkurrenz hat und insofern auch nicht befürchten muss, verdrängt zu werden oder neu positioniert zu werden. Stowa kann innerhalb der Tempus Arte die aktuelle Marktpositionierung halten. Das finde ich sehr gut und sehr wichtig. Es bedeutet aber auch, dass Stowa ein großes Potenzial hat in meinen Augen, in einen höherwertigen Sektor sich auszuweiten, denn der Abstand zwischen den Stowa-Uhren und Leinfelder oder Lang und Heine ist doch beträchtlich, sodass Stowa hier vielleicht auch über die Marke Schauer, das müsste ich noch klären, das weiß ich definitiv nicht, die Option hat, das Portfolio auszubauen, denn ich glaube nicht, dass die bisherigen Luxusmarken des Tempus Arte Konzerns oder der Tempus Arte Gruppe sich nach unten ausdehnen wollen. Hier sehe ich eher die Option, dass Stowa sich qualitativ in den höherpreisigen Sektor ausdehnen kann. Ja, so viel also zum Verkauf von Stowa. Finde ich ganz interessant und ich bin sehr gespannt und freue mich drauf, was in dieser Hinsicht noch kommt und wie sich Stowa entwickelt.
wickeln wird. Kommen wir zum zweiten Punkt, Microbrands. Zunächst einmal möchte ich mein Bedauern aussprechen, dass Flomp89 vor kurzem ein Video gebracht hat und gesagt hat, dass er weniger posten wird, da er beruflich sehr eingespannt ist. Für mich als Zuschauer seines Kanals finde ich es schade, dass er zukünftig weniger posten wird, denn der Flo hat sich immer mit Microbrands auseinandergesetzt und immer ganz interessante Uhren ausgegraben. Seit langem beschäftige ich mich schon mit dem Thema Microbrands, weil ich ehrlich gesagt mit dem Begriff nicht sehr viel anfangen kann, wurde aber damit immer wieder konfrontiert, weil über Kickstarter oder andere Crowdfunding-Plattformen doch sehr viele neue Marken entstanden sind. Alle wurden als Microbrand bezeichnet, aber ich konnte das ehrlich gesagt nicht wirklich greifen. Wörtlich heißt Microbrand ja eigentlich nur kleine Marke oder sehr kleine Marke. Woran misst man aber die Größe einer Marke? Nun, eine Marke ist etwas nicht so Greifbares wie ein Gebäude oder etwas Ähnliches. Insofern muss man hier nach einer Hilfskonstruktion suchen. Misst man es nach dem Wert, nach der Marktkapitalisierung bei einer ganz neuen Gesellschaft, ist das sehr schwer. Misst man es an der Zahl der Kunden? Wo ist die Grenze? Ab wann ist eine Microbrand keine Microbrand mehr? Oder misst man es an der Zahl der Uhren pro Jahr verkauft, der Uhren insgesamt verkauft? Misst man es daran, wie lange die Marke am Markt ist? Oder ob es vielleicht eine unabhängige Marke ist oder eine, die zu einem Konzern gehört, wie zum Beispiel der Swatch Group? Das sind alles Fragen, die ich persönlich problematisch finde und das möchte ich auch gerne an ein, zwei Beispielen erläutern. Nehmen wir zum Beispiel die Zahl der Uhren. Wenn ich Aristo als Beispiel nehme, Aristo hat in der Mitte des 20. Jahrhunderts mehrere Millionen Uhren international verkauft. Das ist nichts, was ich als Microbrand bezeichnen würde. Nachdem Hans-Jörg Vollmer Aristo übernommen hat, ist das Konzept geändert worden von Masse auf Klasse. Es gab einige Jahre keine Aristo-Uhren am Markt. Ist es jetzt von einem etablierten Massenhersteller zu einem Microbrand geworden? Oder ist es nach wie vor kein Microbrand? Kann ich so ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten. Insofern finde ich das wirklich richtig, richtig schwer, hier zu sagen, wo ist genau die Grenze, was definiert eine Microbrand? Ist es Aristo mit der strategischen Neuausrichtung? Ist es Wilhelm Rieber mit einer richtig teuren Uhr pro Jahr? Oder sind es doch eher die Marken wie Mien Munich, gerade gestartet, sehr günstige Quarzuhren, die Hommage bauen? Zu Hommages komme ich gleich noch. Sind es Marken wie Heinrich Uhren, Dekla oder ähnliche? Wie gehe ich um mit Guinan als Beispiel? Ein extrem traditionsreiches Unternehmen, baut aber nicht sehr viele Uhren, hat wenig Personal, aber eine ganz lange Geschichte. Microbrand oder etablierter Player am Markt oder Nischenplayer, wie soll man das benennen? Ich könnte jetzt noch Temption nennen oder Turbi oder ganz viele andere. Mit dem Begriff Microbrand kann ich ehrlich gesagt in diesem ganzen Kontext nicht sehr viel anfangen. Ich persönlich schaue eigentlich viel lieber darauf, welche Auswirkungen hat es auf mich, wie die Marke aufgestellt ist. Wenn ich jetzt von kleinen Marken spreche oder von kleinen Firmen, dann beziehe ich mich als Bezugsgröße immer auf die Anzahl der Mitarbeiter, nicht auf die Stückzahl der Uhren, nicht auf den Wert, nicht auf eine Konzernzugehörigkeit, sondern auf die Anzahl der Menschen, die dort in der Firma arbeiten und damit auch für mich als Kunden arbeiten. Kleine Firmen, kleine Marken oder von mir aus auch Microbrands haben eine ganze Reihe von Vorteilen. Die Wege sind kurz. Wenn ich zum Beispiel bei Guinan anrufe, wenn ich bei Temption anrufe, wenn ich bei Turbi anrufe, wenn ich bei Dekla anrufe, ich habe fast immer den Geschäftsführer selber am Apparat und wenn ich dann frage, geht etwas, bekomme ich ein Ja oder ein Nein und das wird auch nicht mehr diskutiert, das ist auch nie falsch. Es kann bestenfalls sein, dass es dann einen Lieferengpass gibt oder ein technisches Problem, aber die Aussage ist gemacht und wird unter der Voraussetzung der Machbarkeit auch eingehalten.
Das ist bei größeren Konzernen, wo ich gegebenenfalls in einem riesigen Servicebereich anrufe oder in einer Marketingabteilung lande, nicht immer der Fall. Hier kann es schon mal sein, dass eine Antwort im Laufe einer fortschreitenden Diskussion noch einmal korrigiert werden muss. Hinzu kommt, dass die Antworten bei den kleinen Marken sehr schnell erfolgen. Finde ich wirklich toll. Es gibt eine kleine Verwaltung, es gibt wenig Verwaltung, das hält die Kosten relativ gering. Das mag ich wirklich gerne. Es gibt keine Massenprodukte bei diesen kleinen Firmen. Es sind Produkte, die aus der Masse herausstechen, die auffallen. Und wer etwas Besonderes sucht, etwas Ausgefallenes, was vielleicht nicht am Arm des Kollegen auch zu finden ist, ist bei diesen kleinen Marken in der Regel gut aufgehoben. Hinzu kommt, dass die Uhren oft günstiger sind, weil sie zu einem großen Teil im Direktvertrieb vertrieben werden, weil weniger Geld in die Werbung gesteckt wird, weil es keine Testimonials gibt, keine Werbegrößen, keine bezahlten Promis, die die Uhren bewerben. Alles das fällt weg und erlaubt es, die Uhren zu einem vergleichsweise günstigen Preis anzubieten. Es gibt aber auch Nachteile, die möchte ich auch nicht verschweigen. Es gibt Nachteile, die alle kleine Marken betreffen. Je kleiner eine Firma ist, je weniger Mitarbeiter es gibt, umso größer ist naturgemäß der Einfluss, wenn ein bestimmter Mitarbeiter oder eine bestimmte Mitarbeiterin nicht mehr verfügbar ist, sei es durch Erreichen der Altersgrenze, Krankheit, Kündigung oder anderen Sachen. Hier kann es einen viel direkteren und viel größeren Einfluss auf die Nachhaltigkeit, die Qualität, die Ausrichtung auf die Zukunft der Firma geben. Alles das wird hier viel stärker beeinflusst, als wenn einer aus einer großen Abteilung ausfällt. Ein zweiter Nachteil bei kleinen Marken ist, dass diese bei den Zulieferern natürlich nicht das Standing haben wie Omega, Breitling oder die anderen großen Player im Markt. Das heißt, wenn es zu Lieferengpässen kommt, sind diese kleinen Marken die ersten, die davon betroffen sind. In der Corona-Krise haben wir das gemerkt. Viele der kleinen Marken hatten plötzlich Lieferzeiten von mehreren Wochen oder Monaten, weil schlicht und ergreifend einzelne Ersatzteile oder einzelne Bauteile bei neuen Uhren nicht zeitgerecht geliefert werden konnten. Ich sehe es auch als Problem bei kleinen Marken, eine gewisse Konstanz aufrecht zu erhalten, weil halt angesichts der Verfügbarkeit sowohl hinsichtlich der Uhrenteile als auch der Mitarbeiter viel häufiger Kompromisse gemacht werden können, weil eben jedes einzelne Ereignis viel direkter durchschlägt, sodass es bei kleinen Marken größere Schwankungen in der Qualität, in der Lieferkette, in der Designausrichtung oder anderen Sachen geben kann. Gleiches gilt auch für die Zukunftssicherheit. Wenn Mitarbeiter ausfallen, kann es sein, dass eine Revision nicht oder nur sehr verzögert stattfinden kann. Und auch der Werterhalt bei kleinen, und hier unterstelle ich einmal auch unbekannteren Marken, ist nicht so groß wie bei den Standard-Playern am Markt. Es gibt aber auch Nachteile, die speziell neue kleine Marken am Markt betreffen, wieder bezogen auf die Anzahl der Mitarbeiter. Eine neue kleine Marke, eine neue Micro-Brand, um den Namen noch einmal auszusprechen, am Markt, birgt immer das Risiko, dass der Kunde nicht sicher sein kann, wie lange diese Marke, dieser Hersteller, dieser Anbieter auf dem Markt überlebt. Das heißt, eine Uhr, die ich heute kaufe von einem Unternehmen, was vor einem halben Jahr an den Markt gegangen ist, da habe ich das Risiko, dass ich gegebenenfalls die Garantie oder auch die Gewährleistung, wenn es ein Direktvertrieb war, in einem Jahr nicht mehr in Anspruch nehmen kann, weil es die Marke nicht mehr gibt. Dazu kommt, dass gerade bei neuen kleinen Marken, die nicht in einen Konzern eingebunden sind, es keinerlei Erfahrung über die Qualität gibt. Wenn ein Konzern eine kleine neue Marke an den Markt bringt, kann man davon ausgehen, dass die Werke, die Prozesse alle etabliert sind und es hier auch weniger Anfangsprobleme gibt, wie bei einer Marke, die alleine als erste mit dem Geschäft startet. Das bedeutet, gerade bei diesen kleinen Marken ist am Anfang die Lernkurve sehr steil, sowohl was die Qualität betrifft, als auch den Service, den Preis, die Prozesse. Und beim Preis meine ich, dass auch kleine Marken oft sehr günstig anfangen, aber dann in den ersten 18 bis 24 Monaten
häufiger mit dem Preis etwas anziehen müssen. Zum einen, weil der Markteintritt geglückt ist. Zum anderen vielleicht auch, weil man festgestellt hat, dass die Kalkulation doch nicht so kostendeckend war wie gewünscht. Es gibt aber auch Nachteile von etablierten kleinen Marken. Etablierte kleine Marken, die schon lange am Markt sind, einen guten Ruf haben, eine stabile Käuferschicht haben, haben viele der Nachteile der anderen kleinen Marken, aber höhere Preise, weil halt das Renommee, das Image, das Prestige gestiegen ist. Es gibt auch bei diesen Marken, die schon viele Uhren im Markt haben, die schon einiges verkauft haben, die eine stabile Kundschaft und Fangemeinde haben, häufig das Problem der Geschäftsnachfolge. Als Beispiel möchte ich hier nur Guinan nennen. Guinan wäre beinahe vom Markt genommen worden, wenn nicht Matthias Klü quasi 5 Minuten vor 12 eingestiegen wäre und die Marke am Leben erhalten hat. Kleine Marke, wenig Leute. Die Nachfolge war unklar oder ließ sich nicht so regeln wie gewünscht. Beinahe wäre die Marke Guinan gestorben. Dafür aber sind die Marken, alle kleine Marken, unabhängig, independent. Und das bedeutet auch, dass sie naturgemäß in aller Regel kein so großes Budget haben. Dafür aber in der Lage sind, wenn denn Handarbeit möglich ist, Uhren bauen können, die sonst keiner auf der Welt bauen kann. Als Beispiel möchte ich hier nochmal den Wilhelm Rieber Tourbillon anführen. Das geringe Budget bedeutet aber auch, dass ein Markteintritt gerade bei neuen Marken immer eine Abwägung ist, wie viel Risiko gehe ich ein und wie viel Kompetenz habe ich und wie viel Konkurrenz lasse ich zu. Bei vielen kleinen Marken bedeutet das auch, dass sie in den Markt gehen und keine Eigenentwicklung, kein eigenes Design verwenden, sondern auf bekanntes Design zurückgreifen, dieses leicht abwandeln, technisch etwas anders umsetzen und als günstige Variante auf den Markt bringen. Das ist das, was in der Regel als Hommage bezeichnet wird. Hier sehe ich es weniger als Hommage, als Ehrung des Originals. Es ist mehr eine Abwandlung des Originals, um einen Markteintritt zu ermöglichen. Das ist die Möglichkeit, mit überschaubarem Risiko eine Marke zu starten, allerdings auch mit entsprechend viel Wettbewerb, weil diesen Weg viele andere Marken auch gehen oder in der Vergangenheit gegangen sind. Umgekehrt bedeutet es, wenn ich als neu eintretende Marke mein eigenes Design mitbringe, meine eigene Entwicklung, dann habe ich ein viel größeres Risiko, weil ich nicht weiß, wie dieses Design ankommt, weil ich nicht genau weiß, wie oft ich die Uhr absetzen kann. Dafür aber stelle ich mich einer bedeutend kleineren Konkurrenz. Persönlich habe ich mit Hommagen überhaupt kein Problem. Solange die Uhren nicht 1:1 kopiert werden, sondern genug eigenständige Abwandlungen vorhanden sind und solange nicht der Name des Originals draufsteht. Die wohl bekannteste Marke in diesem Zusammenhang in Deutschland dürfte Steinhardt sein. Steinhardt baut viele Uhren, bei denen man unschwer erkennen kann, auf welche Uhr sich das Modell bezieht, aber die Uhren sind in ausreichend vielen Aspekten abgewandelt, sodass ich ohne Schwierigkeiten erkennen kann, dass es eben keine Rolex ist, sondern eine Steinhardt. Es steht Steinhardt drauf. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Mit Fakes habe ich ein Riesenproblem, aber das ist ein komplett anderes Thema. Ja, das war mein Podcast für heute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Axel.